Hier kommt unser neues Video hier auf meinem Kanal Reisen aus 90. Heute bin ich hier in Düsseldorf. Heute war ich in Düsseldorf unterwegs. Und mit der Rückkehr zum Hauptbahnhof habe ich mir ein Gold E-Scooter ausgenommen. Das ist zum allerersten Mal. Festgestellt habe, dass sie wirklich günstig sein sollen. Dann habe ich zufällig mehrere davon auf der Stadtstraße gesehen in der City. Also eins davon ausgeliehen und gesehen, sind im Hauptbahnhof gefahren. Jetzt habe ich einen kleinen Umweg. Und für die Fahrt habe ich nur 93 Cent gezahlt. Normalerweise kommt ja noch hier eine Freistellgebühr dazu, wie bei den anderen Anbietern, aber Bolt. Aber Bolt hält sein Versprechen und ist der zurzeit der günstigste Anbieter. Und die Ausleihe erfolgt ausschließlich per App. Es gibt hier auch keine Möglichkeit, die Ausleihe direkt am Scooter zum Stadion zu beenden, sondern man braucht unbedingt die App. Die ist ja kostenlos. Unter Bolt findet man sie auch sehr, sehr schnell. Hat sie mir sehr schnell ausgeliehen und dann hat sie quasi nur eine Minute gedauert. Ich muss ja erst ein Handy eingeben. Da habe ich meinen Facebook-Account hinterlegt. Und dann schubs konnte ich mir einen E-Scooter ausleihen und per Apple Pay hat auch das bezahlen, sehr, sehr einfach funktioniert und auch natürlich sehr schnell. Man muss sich nur einmal verbinden und einmal 4 Euro Kaution hinterlegen und dann schon hat man den E-Scooter freigeschaltet und nach Beenden der Miete wird die Kaution, ich finde, nach rund 2 Tagen zurückgebucht und dann in tatsächlichen Fall erfährt man in der App unter der Fahrtübersicht, habe ich geschaut. Ich habe 10 Minuten 8 gebraucht bis zum Hauptbahnhof, weil die Ampeln hier sehr blöd geschaltet waren. Sonst hätte ich das bestimmt in 10 Minuten geschafft oder so. Ja, und auch die Autofahrer, ich musste ständig bremsen und das sogar auch jetzt hier in der Fahrerstraße hier. Muss ich aus der Stadt öfters bremsen. Aber immerhin für 390 Cent kommt man noch nicht mal wieder so U-Bahn hier hin. Die U-Bahnfahrt von der Heinrich-Heine-Allee bis zum Hauptbahnhof kostet 1,70. Und von Schadowplatz sogar 92, dann man hier einmal umsteigen muss. Und das Kuschelchen gilt ja nur für direkte Fahrten und nicht für Umstiegsverbindungen. Nicht mehr für Umstiegsverbindungen, muss ich das nicht sagen. Und hier hat diese Deutsche Bahn Parkplatz eingerichtet, extra für solche E-Scooter. Und nicht mehr ausgefahren, ausschließlich für E-Scooter, das spreche von Flat City, stehen als auch die Tier-Scooter. Ich habe meinen Bolt-Scooter einfach hingestellt. Ja, und so Tier muss ich sagen, ich finde Tier auch nicht so schlecht. Allerdings, wenn man den Account mit der Handynummer wechseln will, dann fängt der ganze Stress an. Bis ich meine Handynummer so geändert habe, hat alles reibungslos funktioniert. Ich konnte E-Scooter ausleihen und das sogar auch in so Ausland. Alles reibungslos. Die klappte so Freifahrten. Und oben schon, als ich meine Handynummer tauschen wollte, dann ja. Bitte bestätigen Sie das, bitte bestätigen Sie. Ich habe das schon mehrmals bestätigt, aber ich kann mich immer noch nicht anmelden. Wir werden sich einen neuen Account hinterlegen. Ich glaube, dass ich das nochmal mit meiner anderen E-Mail-Adresse versuchen soll. Denn mit meiner bisherigen E-Mail-Adresse habe ich wirklich keine Chance. Auf meine Freifahrt. Ich wünsche mir, dass Sie zumindest meine Freifahrten zurückbuchen können, die ich hier bei dir habe. Ich hatte über 5 Freifahrten. Aber leider nicht, aber die sind auch sehr, sehr gut ausgestattet. Hier mit so ein drahtloses Instrument, drahtloses Laden. Aber Fahren kostet 1 Euro Freistellgebühr plus 29 Cent pro Minute oder 20 Cent pro Minute. Und bei Bolt sind es nur 9 Cent pro Minute und keine Freistellgebühr. Das ist sehr klasse. Gibt auch vorher und so weiter. Auch vorher habe ich auch sehr viel zu freigegraben. Leim nutze ich auch mal irgendwie, aber die bin ich teuer. Spin habe ich noch nie ausprobiert, aber die sollen richtig teuer zahlen. Spin und Leim gibt es auch in meiner Stadt, also in der City. In der Vorhaut ist das Leim noch nicht verfügbar, sprich in meiner Zuhause. Da muss ich weiterhin die öffentliche Gärten nutzen und auch mal so losgehen. Das war's auch schon. Ein Video, ein Video, schön.